Die Konzentration war total weg. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kassierten die Kiezkicker das 1:1. Der erste Heimgegentreffer seit Jahresbeginn. Würden sie einbrechen? Holger Stanislawskis Gegenrezept war bestechend einfach. Mit einem immer weiter Fußballspielen schickte er die Mannschaft zurück auf den Rasen. 7 Minuten vor Schluss bringt Florian Bruns, so jetzt kommt eine Passage, da fallen nur Namen, die immer noch da sind. Fand ich total beeindruckend. Ein Eckball hoch und lang in den Strafraum. Marcel Eger befördert ihn per Kopfball zurück vor den kurzen Pfosten. Dort steht Carsten Rodenbach, köpft 2:1. Im Stadion bricht ein Orkan los. Ich kann mich noch gut an die Jubelarie erinnern, sagt Kalle Rodenbach über seinen ersten Treffer für den FC St. Pauli. Plötzlich liegen bald 20 Mitspieler auf mir drauf. In dem Moment habe ich nur gedacht, bitte geht runter, mir bricht es aus. Rodenbach blieb heil, doch das Spiel war nicht zu Ende. In der 90. Minute erzielte Dresden den Ausgleich und bekam kurz nach Wiederanpfiff auch noch einen Freistoß zugesprochen. In bester Schussdistanz. Fabian Boll richtete ein Stoßgebet gen Himmel. Bitte, bitte da oben, lass mir den Ball auf den Kopf fliegen. Ja, bitte. Der Fußballgott war gnädig, St. Paulis Nummer 17 bekam den Ball wie gewünscht auf die Haartracht und beförderte ihn kurz darauf per Vollspann über 60 Meter genau in den Lauf von Jimmy Masingo-Dinzi. Mit ausgebreiteten Armen sank Boll in die Knie, bereit zum Torjubel, während Masingo allein auf Dresdens Torwart zulief. Das Stadion hielt den Atem an. Flach und platziert schoss Masingo rechts am Keeper vorbei. Block. Voss. Ein 10.000-fachen Aufstöhnen folgt die Erlösung. Schlusspfiff, endlich. Die Fans lagen sich in den Armen. Auswechselspieler und Betreuer stürmten den Rasen, während Keeper Borger und sein Stellvertreter Pliki losflitzten, um das selbst im Vorentwurf